Ihr Lieben, nur zu gerne stelle ich euch mein erstes Buch vor und gebe euch gerne auch schon ein paar Tipps für gesunden und erfolgreichen Sport und dass ihr nicht übersäuert, übertrainiert, verletzt und verschlissen auf der Strecke bleibt, so wie das auch Profis durchaus zwischendurch passiert. Und von daher, ich habe im Buch ganz, ganz viele Hochleistungssportler zur Inspiration und dass euch bewusst wird, ihr könnt jederzeit regenerieren, ihr könnt jederzeit das Lenkrad rumreißen. Und selbst Spitzensportler wie Timo Brach, der 15 Jahre lang die Triathlon-Szene beherrscht hat, auch der war zwischendurch verletzt. Liz Görgel, 26 Jahre Alpinsport, höchste Belastungen, war am Anfang mal verletzt, dann aber auch nicht mehr und hat gesund ihre Karriere beendet. Und das ist die Botschaft. Wie sind wir richtig erfolgreich und bleiben dabei gesund? Und exemplarisch für das Buch, für den Aufbau, habe ich hier ein klasse Statement von Andreas Klose. Auch für mich ein totaler Spezialist. Und das will ich einfach mal vorlesen, dass ihr einen Eindruck habt für das Buch. Mit 19 Jahren gehörte ich in meiner Altersklasse mit einer übersprungenen Höhe von 2,18 Meter zu den besten Hochspringern Europas. Ich setzte voll auf die Karte Hochleistungssport und trainierte ca. 35 Stunden pro Woche, um in die Weltspitze zu kommen. Der Traum zerplatzte wegen vieler Verletzungen und mit der Erkenntnis, dass sehr viel mehr dazu gehört, als nur einen Trainingsplan zu verfolgen. Training ist wichtig, ganz klar, aber Training ist ein Vollschaden für den Körper. Das ist auch Absicht so, nicht missverstehen. Das ist der Reiz zur Regeneration und Leistungssteigerung. Wir als Menschen sind so programmiert, dass wir ausgelöst durch diesen Reiz, durch Training, durch diesen Schaden besser werden. Deswegen müssen wir trainieren. Aber wenn wir uns einfach nur auf das Training fokussieren, dann bleiben auch gerade ganz aktuell und traurigerweise auch gerade ganz viele echte Talente im Nachwuchs, die bleiben auf der Strecke. Weil wir müssen dazu beachten, und darum geht es im Buch, wir müssen natürlich richtig trainieren. Dafür gibt es Spezialisten. Ja? Wir müssen richtig knackig trainieren. Aber dazu müssen wir schauen, dass wir diesen Reiz umgesetzt bekommen bis zur Superkompensation. Und dazu müssen wir uns, ein Aspekt, der heute kaum beachtet wird, wo ich viele Diskussionen auch in Vorbereitung zu dem Buch hatte, wir müssen uns dazu sehr viel bewegen. Da sind viele Missverständnisse, weil viele sagen, Entschuldigung, ich habe doch gerade Sport gemacht, warum soll ich mich jetzt bewegen? Ich will mich in die Ecke setzen, beziehungsweise ich muss arbeiten und sitze dann halt am Schreibtisch. Aber ohne Bewegung haben wir nicht die Durchblutung, die wir bräuchten, damit die zerstörten Zellen zum Beispiel und die ganzen Säuren, die beim Training entstanden sind, damit die übers Blut abtransportiert werden können und damit der ganze Sauerstoff und Nährstoff zur Regeneration nachkommen. Wir haben heute ein Riesenproblem mit Bewegungsmangel und die Kombination ist nicht gut. Hochleistungssport in Kombination mit Bewegungsmangel, weil wir in der Schule sitzen, beim Job rumsitzen und so weiter. Die Kombination ist nicht gut. Wenn wir das dann noch weiter kombinieren mit der normalen Ernährung, die heute überhaupt nicht mehr natürlich ist, die heute für sich auch schon randvoll Säuren, Fremd- und Schadstoffe ist, aber andersherum sehr vitalstoffarm, kaum Mineralstoffe zur Regeneration und für den Säure-Basenhaushalt, gar nicht die Vitamine, gar nicht die sekundären Pflanzenstoffe, die Antioxidantien und ist alles gar nicht mehr drin. Ja, wenn wir es drittens dann noch kombinieren mit der normalen Ernährung, wenn wir das dann noch kombinieren mit der normalen, sauren Körperpflege. Heute pflegen sich alle sauer. Für den Sport völlig unlogisch, weil der Sport ist schon sauer genug. Und die Säuren müssen wir rausbekommen. Da will uns die Haut schon bei helfen. Und uns fällt nichts Besseres ein, als sie sauer zu unterdrücken. Ja, da haben wir schon vier Komponenten. Und wenn wir jetzt auch noch den normalen Stress von heute oben draufsetzen oder gerade als Hochleistungssportler, heute hier, morgen dort und richtig unter Leistungsdruck. Wenn wir die fünf Dinge kombinieren, dann machen die fünf uns fertig.
Und das müssen wir uns bewusst machen, dass das Konsequenzen hat. Der Dreh- und Angelpunkt ist im Säure-Basen-Haushalt ja immer, dass das Blut basisch bleiben muss. Und deswegen die ganzen Säuren vom Sport selber, die wir dann aber auch noch zu uns nehmen und die wir auch nicht loswerden, weil wir es unterdrücken, stauen sich dann im Bindegewebe zurück. Diese ganzen Zusammenhänge mache ich in dem Buch mal deutlich, wie sich es dort zurückstaut. Das Wasser verdrängt, die Knorpel immer flacher werden, die Bandscheiben immer flacher werden und auch an Stabilität verlieren. Dann geht gleichzeitig natürlich, wenn ich hier im Stau bin von der Säure, geht die Leistungsfähigkeit in den Keller, weil der saure Muskel immer früher zumacht und meine Leistung sich konsequent verabschiedet. Wenn die Stabilität sich verabschiedet, kommt es dann immer häufiger zu Muskelkater. Oh, das waren auch große Diskussionen. Ich habe mich auch mit vielen Sportwissenschaftlern unterhalten. Die haben gesagt, nein, Muskelkater hat nichts mit dem Säure-Basenhaushalt zu tun. Das sind Mikroverletzungen. Und ich sage, ja, ich will gar nicht widersprechen, das sind Mikroverletzungen. Aber warum geht es denn kaputt beim voll austrainierten Sportler? Warum hat der denn immer mehr Muskelkater? Und warum haben Sportler immer mehr dann Muskelverletzungen erst? Mikrofaserverletzungen und dann Muskel, wirklich Bündelrisse. Schöne Geschichte hier drin, der Sportler war komplett abgeschrieben, Alexander Gassner, immer mehr Muskelprobleme, immer mehr Muskelschmerzen, immer mehr Risse, bis der Riss mal so deutlich war, dass man gesagt hat, der kommt nicht mehr wieder. Der Junge ist voll durchgestartet und hat es allen gezeigt. Skeletonfahrer ist das, Alexander Gassner. Ey, klasse, voll durchgestartet, musste aber auch erst merken, es geht nicht nur ums Training. Ja, so Geschichten habe ich hier drin oder auch Stefanie Schneider, Bobfahrerin, da wirken gigantische Kräfte beim Anschieben aus dem Nichts wie beim Sprint, aber noch mit dem ganzen Bob muss sie das Ding auf die Bahn schicken. Ja, und dann kann so eine Bandscheibe schon mal ein bisschen leiden und schon mal ein bisschen kaputt gehen, sage ich mal auf gut Deutsch, Entschuldigung. Ja, und die war auch abgeschrieben. Zack, die war nächste Saison gleich wieder da, voll durchgestartet. Der Körper ist gigantisch, er kann regenerieren. Dazu brauchen wir das Training, aber wir brauchen die Rahmenbedingungen dafür. Ja, weil ansonsten bleibt, und es geht dann immer weiter, ne, Knorpel, Knochen, Sehnen, Bänder, überall geht die Stabilität verloren, bis hin zu Ermüdungsbrüchen, weil die meisten regenerativen Stoffwechselprozesse sind pH-Wert abhängig und brauchen ein eher basisches Milieu. Ja, deswegen die Erkenntnisse hier so wichtig. Und hier ist jetzt, kommen wir zurück auf Andreas Klose hier. Den Sprung in die Weltspitze schaffte ich dann zunächst als Trainer. Ja, der ist aufgewacht. Der hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Mit 19 ist meine Karriere sofort beendet. Ja, und der ist Sporttherapeut, Physiotherapeut, Manualtherapeut, der ist ein wandelndes Lexikon, der hat Fortbildung ohne Ende, ist mittlerweile Dozent an der Universität hier bei uns in Münster. Und Supertrainer, hat Athleten zur EM, WM und zu Olympischen Spielen geschickt. Und ich zitiere jetzt hier, mein eigenes sportliches Comeback startete ich mit Anfang 40. 7 Jahre später gelang mir mit der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft der Sprung in die Weltspitze. Weitere 2 Jahre später zählte ich zu den weltbesten Hochspringern und Mehrkämpfern meiner Altersklasse. Genau darum geht es, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja? Das ist der zweite Teil vom Buch, wo erstmal klar werden muss, Herrschaften, die 10.000 Schritte am Tag gelten auch für Sportler. Ihr müsst aktiv regenerieren, bitte nicht rumsitzen, funktioniert nicht. Ja? Ihr müsst genügend trinken, den Körper ordentlich durchspülen. Ihr könnt mit der normalen Ernährung nicht weitermachen. Ihr müsst umstellen und dann sind wir schon beim ersten Leitsatz für gesunden, erfolgreichen Sport. Der erste Leitsatz lautet, ja, vorm Sport, basenbildend, basenüberschüssig, mineralisieren. Hier muss richtig für den Sport Material kommen. Nicht nur die Kalorien, das ist klar. Ja, vorher brauchen wir Kalorien zum Verbrennen. Alles klar, aber wir brauchen auch die ganzen Vitalstoffe. Der Energiestoffwechsel braucht Vitamine. Der Energiestoffwechsel braucht Antioxidantien.
Ich brauche das ganze Material für eine perfekte Leistung, Leistungsfähigkeit. Ja? Und von daher, das ist das erste Gebot. Da gehe ich überhaupt mal darauf ein, dass wir uns bewusst machen, wie wir funktionieren. Denn wir haben uns über Jahrmillionen, haben wir uns der Natur folgend entwickelt. Und wir funktionieren in unserem Stoffwechsel, so wie wir funktionieren, mit unseren bald 50.000 Enzymen. Ja, 50.000 verschiedene, die gibt es natürlich milliardenfach. Ja, mit diesen Enzymen, mit unserem Stoffwechsel funktionieren wir so, wie wir funktionieren, mit dem, was wir gegessen haben. Und da rede ich nicht nur über ein paar Mineralstoffe und ein paar Vitamine, das, was gerade mal erforscht ist. Bei den sekundären Pflanzenstoffen, ja zum Beispiel diesen Antioxidantien, da reden wir über 5.000 bis 10.000, ganz genau weiß man das noch gar nicht, aber 5.000 bis 10.000 für uns relevante sekundäre Pflanzenstoffe. Herr Schaffner, das muss alles kommen, damit es funktioniert. Perfekte Leistung. Also da ist mal ein großer Block, dass wir uns das wirklich bewusst machen. Wie funktionieren wir? Was brauchen wir da? Warum ist diese, ich nenne es immer 80-20 Erfolgsernährung, diese sehr pflanzenbetonte, vitalstoffreiche, basenüberschüssige, auch ballaststoffreiche. Ich spreche natürlich auch über die gute Verdauung und die Darmflora, die wir brauchen, die für Hochleistungssportler ein K.O.-Kriterium ist. Ja, hatte letztes Jahr einen Top-Sportler, den haben die aus dem Training fast genommen, weil er hatte nur noch Riegel sich reingeschoben, Glucose, Fructose. Dem ist die komplette Darmflora abgerutscht, der hatte erstmal genug Energie. Aber der Stoffwechsel funktionierte nicht mehr, weil ihm auch die ganzen Ballaststoffe gefehlt haben und hat sich seine Darmflora verabschiedet. Die ist nämlich verhungert, weil die wird über Ballaststoffe ernährt. Alles solche Zusammenhänge, die kommen alle im Buch einfach beschrieben. Ganz viele Grafiken, Bilder dabei, dass es auch wirklich in den Kopf geht, dass jeder weiß, wie er selber funktioniert und welche Hebel er selber ansetzen kann, um erfolgreich zu sein und um gesund zu bleiben. Die Dinge sind mir immer besonders wichtig. Ja, die Ernährung, der erste Leitsatz. Danach ist klar, beim Sport, beim Wettkampf entstehen immer Säuren. Das ist ganz normal, aber es geht auch vieles kaputt. Also ich beschreibe das auch, es gibt viele Parameter, wie die nicht nur Laktat, ja, Laktatstufentest, sondern auch CK-Werte, die Entzündungsparameter gehen hoch. Das Immunsystem geht über intensiven Sport, über Wettkampf geht das Immunsystem in den Keller. Ja, es sind ganz viele Parameter, die mir über den Sport erstmal abrutschen und wo ich schauen muss, wo vieles kaputt geht, wo viele Zellen auch zerstört werden, dass ich das rauskriege. Das ist der erste Schritt zur Regeneration. Hat auch mal ehemaliger Mannschaftsarzt, Fußball, erste Bundesliga, hat so schön gesagt, ohne Entsäuerung. Ohne überhaupt erstmal aufzuräumen. Ohne Entsäuerung keine Regeneration. Und das ist genau richtig vom Stoffwechsel her so. Weil in den Gelenken, Bandscheiben und gerade die Knochen, die Stoffwechselprozesse brauchen ein basisches Milieu. Deswegen müssen wir erstmal entsäuern. Wir müssen erstmal das alles wieder herausbekommen, bevor wir dann überhaupt von Regeneration und Superkompensation sprechen können. Ja, also zweite Leitlinie. Für gesunden, erfolgreichen Sport heißt nach dem Sport basisch entsäuern. Fußbad machen, Vollbad machen und so weiter. Die Haut, weil die inneren Organe bei den meisten völlig überlastet sind, ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir uns zusätzlich noch die Haut als Ausscheidungsorgan zunutze machen. Mit basischer Körperpflege, wo sich die meisten sauer pflegen, sagen wir, Leute, völlig logisch, wenn wir uns die Haut zunutze machen wollen, zum Entsäuern pflegen wir uns basisch. Ganz viele Beispiele hier drin und Topsportler. Und das bringt dann auch richtig klasse in Form. Auch so ein bisschen was Optisches. Erstmal, klar, seid ihr viel schneller in der Regeneration. Aber wenn wir die Säuren rausholen, geht auch eine Gewichtskomponente raus, weil sehr viele Sportler, gerade Ausdauersportler, wollen gerne leicht sein, weil man will ja nicht unnötig Ballast mit sich herumschleppen.
Dazu müssen wir uns aber bewusst machen, wenn wir Säuren nicht ausscheiden können, müssen wir diese Säuren neutralisieren mit Hilfe von Mineralstoffen. Die holt er bei einer schlechten Ernährung aus unseren eigenen Depots, kriegen echt Probleme. Ja. Dieses Salz, was da entsteht, bindet Wasser, Schadstoffe binden Fett. Und wenn wir Pech haben, geht das vierfach ins Gewicht. Und wenn wir hier entsäuern, entschlacken, holen wir richtig auch Gewicht raus. Ja, das freut die Ausdauersportler, das freut aber auch zum Beispiel Mr. Universe 2018, Mike Thies, auch hier drin vertreten, weil das bringt die gute Figur auch mal so richtig zum Vorschein. Ist ein schöner Nebeneffekt, dass wir unnötiges Gewicht herausholen, aber spannend, wichtig natürlich für die Leute, die Gewicht machen müssen für den Wettkampf, also da. Zweiter Punkt, basische Körperpflege. Dritter Punkt, ganz, ganz wichtig, kontinuierlich zu regenerieren. Wirklich darauf zu achten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir brauchen dazu die gute Ernährung, nicht nur vorher. Wir brauchen auch nachher die Aminosäuren, die Mineralstoffe. Wir brauchen nachher das ganze Material zur Regeneration. Wichtig ist aber auch, dass wir unserem Körper dafür die Zeit geben. Viele haben es sehr, sehr eilig. Und ja, das ist jetzt auch die Geschichte vom Andreas Klose wieder. Ne, mein eigenes sportliches Comeback startete ich mit Anfang 40 und dann hat er konsequent durchgezogen. 7 Jahre später gelang mir mit der Bronzemedaille Europameisterschaft der Sprung in die Weltspitze. Ich möchte damit sagen, Regeneration und auch gerade die verschiedenen Gewebe brauchen Zeit. Die Kraft in der Muskulatur, die kommt sehr, sehr schnell. Bis diese Kraft aber von meinen Sehnen auf meine Knochen, auf meine Gelenke übertragen werden kann, brauchen diese Gewebe sehr viel länger, bis sie an dieser Stabilität gewinnen. Und das ist ein Problem. Viele schießen in der Kraft. Deswegen nenne ich die immer Shooting Stars, mal eben kurz hochgeschossen, hochtrainiert, voll in der Kraft. Die anderen Gewebe, jetzt kommt gerade die Bahn hier. Das Bimmeln müssen wir eben abwarten. Das war es jetzt. Ne? Und wie gesagt, die Kraft bei den Shooting Stars, die kommt so schnell, dass aber die anderen Gewebe die Kraft gar nicht übertragen und aushalten können. Und dann reißt es, dann reißen die Sehnen und dann geht es auf die Gelenke. Und genau das möchten wir vermeiden. Und ja, deswegen dieses Buch geschrieben. Schaut rein, es lohnt sich. Sehr, sehr viele Infos, wie der Körper funktioniert, dass ihr selber wisst, welche Hebel ihr ansetzen könnt für euren Erfolg, für eure Gesundheit. Das Ganze untermalt mit sehr, sehr vielen Grafiken, dass es wirklich in den Kopf geht, dass ihr Bilder im Kopf habt, wie das funktioniert und unterfüttert mit sehr, sehr vielen absoluten Spitzensportlern, mit deren Geschichte zur Inspiration, aber auch zur Untermauerung, dass dieses Wissen hier längst unterwegs ist, längst angewandt wird und einfach weitergesagt werden muss. Erzählt das weiter, dass da nicht die Herrschaften unnötig irgendjemand auf der Strecke bleibt. Es sind viel zu viele. Ich bin so viel unterwegs draußen, gebe so viele Schulungen, auch gerade an Nachwuchsschulen, um dieses Körperverständnis zu fördern und die wenigsten wissen über diese Zusammenhänge. Und insofern, ja, ich freue mich dann auch von euch zu hören, eure Geschichte zu hören, dass wir uns da gerne austauschen. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes, erfolgreiches, gesundes Leben. Alles Gute, euer Roland Jenschura.